Heute war das Nachholspiel zwischen in dem DFB-Pokalspiel zwischen Schweinfurt 05 und Schalke 04. Spiel ist am Ende doch klarer als gedacht rausgegangen. 4 zu 1 war eigentlich, na doch eigentlich gar nicht so klar. Schalke war eigentlich sogar, ja, eigentlich sogar, ja, eigentlich so gesagt der Bessere. Man hat es gesehen, es waren halt die Besseren, haben wenigstens einen Erfolg jetzt im DFB-Pokal geschafft, vielleicht auch im nächsten Spiel gegen Mainz im, ich weiß nicht, ob das heim oder auswärts ist, keine Ahnung, aber haben sie auch noch Chancen. Tore sind in der 37. nicht Thomann, Vorlage ich Mikrovic, in der 49. nicht Ibisevic, Vorlage Skripski, in der 44. nicht Schöpf, in der 17. als Ulic, da wurde nicht gehalten, der wurde gehalten von Fährmann, 81. Schöpf, das 3-1 und 86 Schöpf Vorlage und Ramon das 4-1. Schöpf hat ein solides Spiel gespielt und natürlich hat Schalke das zweite Mal gegen Schweinfurt gespielt und das zweite Mal gewonnen und konnte wenigstens im DFB-Pokal mal was zeigen.